Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Runde Minecraft Flash Talk auf Bergwerk Labs, dem besten Server, hoffentlich inzwischen schon in eurer Serverliste. Mein Name ist GigaGreevy und bei mir ist der liebe Taros. Hallihallo, Taros. Hallo. Zum allerersten Mal hier mit dabei. Was ist denn überhaupt Flash Talk, werden jetzt einige fragen. Ich habe das bestimmt vor einigen Monaten mal gemacht. Ich lade Leute ein und interview sie einfach ein bisschen. Das habe ich mit dem Bergwerk Labs Team damals gemacht. Wow. Und hallo Tag. Richtig nah bei mir dran. Hallo, guten Abend. Oh, wir müssen interviewen. Okay, ja, wir filmen schon die ganze Zeit, genau. Achso. Oh. Und der liebe Taros war ja, so wie ich, bei Varo dabei. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, du warst auch zum ersten Mal dabei, korrekt? Das ist vollkommen richtig. So, und da würde ich sagen, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wir gehen in eine Flash-Runde rein, zocken da ein bisschen und ich quetsche dich derweil ein bisschen aus. Alright. Und da sind wir auch schon auf der Map Honigtopf. So, der liebe Taros, der darf sich jetzt hier sputen, der darf sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach hier bei Flash, ja, das stimmt schon. Und ich sehe gerade, der liebe Venko hat einen neuen Rekord, 1,22 Rekordhalter hier. Also du siehst... Ach, den breche ich noch locker. Gar kein Problem. Oh, es ist auch übrigens, glaube ich, die allererste Flash-Map, die es jemals gab. Die wurde vom lieben Saphirian damals gebaut. Nice. Und zurück zu Varo. Varo ist vorbei, Veni Basti haben gewonnen. Ich denke mal, das war jetzt nicht so die ganz große Überraschung, oder? Ach, Quatsch. War das so dein Team, also ich will nicht sagen Favoritenteam, aber das Team, wo du gesagt hast, die reißen es diesmal wirklich? Also es ist natürlich ein bisschen schwierig, so wie die erste Folge verläuft, wenn wir jetzt ganz von vorne anfangen. Aber nachdem die beiden schon direkt am Anfang relativ gut ausgerüstet waren und auch andere gute Teams, sage ich mal, sofort ausgeschieden sind, war mir doch relativ schnell klar, dass das Team sich am Ende durchsetzen wird, doch. Eigentlich schon. Hast du denn andere Favoriten? Oder irgendjemand, wo du dachtest, oh, vielleicht auch im Laufe des Projekts, also der hätte noch gute Chancen, zum Beispiel Team Zufall? Zum Beispiel Team Zufall. Ich hatte tatsächlich bei Logo und Minus Dude, hatte ich schon so das Gefühl, die können was reißen, auf jeden Fall. Die haben es ja auch sehr weit geschafft und so. Hatten dann ein bisschen Pech gehabt und die Rüstung war irgendwann kaputt und viele Zufälle, die da dazwischen kamen. Und ja, aber die beiden waren auf jeden Fall, glaube ich, die ebenwürdigsten Gegner im Laufe des Projektes. Auf welches Team hast du dich denn am meisten gefreut? Du hast ja selber auch viele Teams videotechnisch verfolgt, oder? Du hast ja doch schon von einigen auch die Folgen angeguckt. Einige habe ich die Folgen angesehen. Ich fand genauso wie letztes Jahr schon die Kombination aus Holly und Ethan immer sehr, sehr interessant. Die sind zwei sehr lustige Burschen. Nicht auf Skill basiert und nicht auf irgendwie, die holen jetzt irgendwas, aber einfach nur vom Unterhaltungsfaktor. Ja. War das immer eine sehr, sehr entspannte Folge. Und ansonsten, man hat mal hier reingeschaut, mal da reingeschaut, aber so einen richtigen YouTuber, wo ich das genau verfolgt habe, habe ich eigentlich nicht gehabt. Okay. Würdest du denn sagen, weil das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema, was auch mich beschäftigt hat und gerade was auch viele Kommentare immer mal wieder angesprochen hatten, dass Varo eher so ein Unterhaltungsding ist oder eben wirklich eher ein PvP-Projekt? Was ist für dich da wichtiger? Oder vielleicht auch das, was du dir für deine Folgen vorgenommen hattest? Also sag mal, dieses Varo war das vom Schnitt und von den YouTubern her das Interessanteste, was es bislang gab, weil die ganze Cutting-Kultur auf YouTube hat sich ja ein bisschen verändert, so mehr auf Schnitte gesetzt und jetzt einfach so ein Projekt zu starten, wo man nicht so viel cutten kann, obwohl es einige halt trotzdem gemacht haben. War sehr interessant anzusehen und, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, so eine Mischung aus beiden ist da sehr, sehr, ja, sehr interessant, obwohl natürlich da jeder seine eigenen Favoriten hat. Also es gibt natürlich sehr viele, die einfach nur gucken, weil es Unterhaltung ist und viele halt wegen dem Skill gucken. Ich sag jetzt mal, bei Veni und Basti behaupte ich einfach mal ganz, ganz dreist, schauen zu 90% Leute, die auch Minecraft-Skill sehen wollen, wenn nicht irgendwie unterhaltsame Folgen. Ich glaube auch. Man hat auch gemerkt, wenn Veni und Basti mal nicht so viel zu tun hatten, dann konnten sie, glaube ich, nicht so viel erzählen, wie zum Beispiel eben, was du gerade sagtest, Holly und Ethan. Ich glaube, die haben da so ihre ganz eigenen Abenteuer, die man dann verfolgen kann. Aber ich finde es persönlich schön, dass es diese Mischung überhaupt gibt, dass man da auch ein bisschen Varianz hat. Also ich bin froh für jeden, der da mitgespielt hat und ein ganz eigenes Team und Individuum hatte. War sehr, sehr spannend anzusehen. Okay. Wie bist denn du dazu überhaupt gekommen? Hast du dich selber irgendwo anbiedern müssen? Hast du gesagt, ey Leute, ich will da unbedingt mitmachen? Oder hat jemand wirklich gesagt, ey, hast du nicht Bock? Wäre doch schön. Ich hab mich da einfach eingekauft in Varo. Das geht ganz einfach. Ja. Schreibt mir einfach eine Mail persönlich und für, sag mal so 20er PaySafe-Card seid ihr drin. Das ist so ganz einfach. Tatsächlich hat man das schon so bei mir mit der Zeit kommen sehen. Ich habe ja sehr viel mit Sarge Max gemacht und mit Herr Bergmann und so und Takaishi und Corona und Selbstgespräch, die ja alle in Varo vertreten sind.
Und es war schon längere Zeit klar, dass Sergeant Max keinen Teampartner hat, erstmal. Okay. Ich habe mich da in keinem Zeitpunkt irgendwie aufgedrängt oder irgendwie gesagt, ey Max, lass doch mal schauen, kannst doch mal, hier, ich habe auch Minecraft, mach doch mal was. Er wollte mich tatsächlich damit überraschen, dass ich halt dabei bin. Und es gab halt eine interne Abstimmung in dieser Discord-Gruppe, das kann man glaube ich sagen. Und da durften halt diverse YouTuber für einen YouTuber abstimmen, der noch nicht im Projekt ist, aber dann halt dabei sein soll. Und da haben einige Leute abgestimmt und ich kann mich glücklich schätzen, diese Leute in meinem Freundeskreis zu haben und dann dabei gewesen zu sein. Ja, und ich denke, die Zuschauer hatten auch was davon, denn du hast ja deine Sache echt gut gemacht und du hast ja auch richtig gut abgeräumt. Hast du das von dir selbst so erwartet oder mit welchen Erwartungen bist du überhaupt in das Projekt gegangen? Die Erwartungen waren ganz klar erste Folge überleben. Also wenn man die erste Folge überlebt, das war schon so das einzige Ziel, sage ich mal. Wir hatten das erste Ziel wirklich, ich glaube, es war bei fast jedem so, ne? War bei dir wahrscheinlich ja, auch ja, so. Ja, ja, klar, definitiv. Einfach die erste Folge irgendwie überstehen, es gibt immer Massaker und ganz viel passiert und es wollte man einfach nur überleben und so. Das haben wir geschafft. Und dann wollten wir halt, wir hatten halt die paar ersten Folgen natürlich so gefarmt wie jeder andere, aber hatten dann so die Idee, dass wir das Projekt vielleicht ein bisschen, ich sag mal, interessanter gestalten, weil es gab ja extrem viele Teams, die haben wirklich fast nur gefarmt in diesem Projekt und einige waren auch erst im Finale und so. Hust. Hust. Das ist, wie gesagt, nochmal gar kein Vorwurf, aber wir fanden es halt nach einer Zeit langweilig und dachten halt so, ey, komm, wir wollen irgendwas bewirken. Da haben wir angefangen halt, Fallen zu bauen. Wir haben Izzy und Tenendo versucht zu snipen, was nicht funktioniert hat, aber halt aktiv an diesem Projekt beizuleben. Also damit man nicht irgendwie sagt, ja, hier, Taros oder Max wurden in Folge 23 von Veni getötet, so einfach nur so nebensächlich so. Ja. Dass man zwar dabei war, aber halt so, ja, ist halt irgendwann gestorben so. Das wollten wir nicht haben und ich glaube, zumindest ich habe es geschafft. Bei Max war es ja echt, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Ja, ja, klar. Ich wäre gleich drauf eingegangen, aber erzähl. Okay, Max ist ja rausgeflogen wegen 3 Strikes und wir hatten halt so viele Pläne gehabt, was wir alles noch Geiles machen wollen. Und es ist natürlich dann ultra schade, wenn Max dann kurz davor halt durch wirklich blöde Fehler, für die er selber nicht mal was kann, halt rausfliegt. Ist schade. Wie habt ihr das dann weiter geplant oder inwieweit hat Max dann noch damit bei dir geholfen zu sagen, okay, überleg dir doch das und das oder hast du dann gesagt, na ich versuche jetzt einfach Kämpfe zu verabreden und dann das Ganze irgendwie über die Bühne zu bringen oder wie habt ihr das dann organisiert? Als Max gestorben war, war natürlich die Stimmung erstmal so ein bisschen, also beziehungsweise wo er gestorben ist, wo er halt rausgeflogen ist, war die Stimmung natürlich erstmal so ein bisschen down, ne? Das ist eigentlich klar, weil ja, klar. Man ist da mit einem Kollegen und so und ich dachte mir auch so, ja, was machst du jetzt nächste Folge? Ich hatte schon, wie gesagt, auch Anfragen von anderen Leuten, die halt um den kämpfen wollten, immer so. So für einen Kampf. Und ich dachte mir halt, ja, Max ist ja nicht mehr dabei. Warum denn nicht? Mach einfach einen Kampf und dann war es das so, weil es bringt ja nichts. Wenn du jetzt 30 Folgen alleine irgendwas machst, ist ja auch doof. Und hat sich dann aber anders entwickelt, als es dann halt ernster wurde und man dann, oder ich dann doch relativ guten Stuff nochmal gefunden habe. Max war dann, muss ich auch sagen, mehr oder weniger raus so ein bisschen, weil er hat auch viel zu tun mit Arbeit und so und ich habe aufgenommen, wenn er mal keine Zeit hatte und ja, das war alles ein bisschen schwierig und ja, dann kam das eine auf das andere und auf einmal hatte ich meinen ersten Kampf. Und den hast du dann sogar bravourös gemeistert, aber da können wir gleich mal drauf eingehen. Wir gehen mal noch in eine zweite Runde. Gerne. Und da überlege ich mir noch was und zwar... Und da sind wir in der zweiten Runde und da wurden wir gerade geprankt. Aber das ist nicht so schlimm. User left your channel. GG an den lieben Metal, an den lieben Tucker. Genau, dein Kampf, der erste Kampf. Bist du jemand gewesen, der sich da nochmal intensiv, keine Ahnung, auf den diversen PvP-Servern vorbereitet hat? Oder hast du gedacht, Ja, wirklich? Also, um das ganz kurz zu erklären, wie tryhard dieser erste Kampf eigentlich war, weil er war ja im Endeffekt, glaube ich, einer der lowsten Kämpfe im ganzen Varo-Projekt. Also, ich gegen Izzy, um das nochmal kurz. Ich kann das auch gerne den Link hier einfach einblenden, das ist kein Problem. Genau. Perfekt. Corona ist ja ebenfalls Teilnehmer bei Varo gewesen und ist halt schon vorher gestorben gegen Veni. Und der wusste halt, dass ich einen Kampf habe in der nächsten Folge gegen Izzy. Und wir haben uns darauf vorbereitet, auf diesen Kampf. Und zwar sind wir auf den Timolia-Server gegangen und haben tatsächlich mein Kit nachgebaut und Izzys Kit nachgebaut. Und dann halt meine Chancen ausgerechnet, wie das wohl im Kampf sein wird. Und nachdem wir diese Tests hatten, war ich, glaube ich, der ziemlich demotiviertste Mensch der Welt. Boah. Weil es war wirklich, wirklich schnell klar, dass Izzy vom Equip her so deutlich stärker ist. Also
um das kurz in Zahlen darzubringen, wenn ich Izzy dreimal schlage, ist das so viel wert, als wenn er mich einmal schlägt mit dem Schwert. Und das zeigt schon ungefähr so den Ausgang des Kampfes aus. Also ich war fest davon überzeugt, dass ich sterbe. Also auch nicht irgendwie, um zu sagen, yo, sorry, es ist mein allerletzter Kampf und hab die Erwartung nicht so hoch. Aber ich war wirklich der festen Überzeugung, das war's halt. Izzy ist zwar nicht der stärkste PvP-Spieler, aber er hat bereits 2 Kämpfe gehabt und gewonnen. Von daher hat man da sowieso ein bisschen Respekt gehabt. Ja. Und das war, dass ich das gewonnen habe, war absolutes Glück. Absoluter Zufall, Glück. Er hatte seinen Wassereimer nicht im Inventar gehabt. Ich habe ihn Lava angesteckt und das war's. Das ist absolut Glück. Aber es gehört auch dazu. Es gehört dazu, natürlich. Natürlich. Ja, also ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass als Corona zum Beispiel gegen Veni gekämpft hatte, da habe ich auch gedacht, oh, das könnte vielleicht sogar spannend werden. Aber ja, war dann doch irgendwo... Irgendwo klar. Nicht spannend, sagst du. Irgendwo, naja, es war definitiv spannend. Die sind ja dann diese Schlucht oder diesen Graben ja. Da rein und das war halt echt, das hat es echt so ein bisschen dann mit entschieden. Und dann hatten, sich wenig. Das war aber auch halt dem Umfeld geschuldet, dass halt so viel los war. Ja, Felsen richtig. War noch da und da sind noch ganz viele nachgejoint, war ganz viel Chaos. Also es war schon ärgerlich für Corona, dass er ausgeschieden ist. Was war denn dein spannendster Kampf? Also nicht dein persönlicher, sondern vielleicht von allen Varo-Kämpfen, so, wo sagst du, boah, also da habe ich echt nicht schlecht geschluckt. Was war so dein Highlight, was die Kämpfe anbelangt von Varo 4? Boah, muss ich gerade ganz kurz überlegen. Oder gibt es generell irgendein Highlight, was jetzt auch vielleicht nicht kampfbezogen ist, aber irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, also die Aktion, das war schon nennenswert. Die Kombo von Phasen an Dardosh, das war absolut krank. Also wie Dardosh da durch die Luft geflogen ist und Phasen da die 7er-8er-Kombi rausgehauen hat, da hatte ich schon, eieiei. Also das war vom PvP her das, glaube ich, krasseste in diesem Projekt, diese Kombo. Ja. Obwohl er ja nicht dabei gestorben ist, dadurch ist er noch weggekommen. Und ansonsten würde ich halt wirklich ganz egoistisch sagen, dass mein Treffen mit Paluten das rauffolgende Date mit Any Art, was überhaupt nicht geplant war, absolut großartig war irgendwie. Es kam mir ein bisschen gelegen, ich wusste es nicht. Es kam mir ein bisschen gelegen, weil ich ansonsten halt vorher schon gestorben wäre. Ja. Aber dass ich überhaupt gegen Any Art gewonnen habe, war auch. Es war diesmal kein Glück, aber hätte ich niemals mit gerechnet. Ja, krass. Absolut nicht. Aber es hat sich ja am Ende gelohnt. Also du bist ja sogar mit deinen Varo-Folgen auf die Trendseite gekommen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Also es ist ja wirklich der Wahnsinn. Rechnet man mit sowas oder generell mit dem Feedback, was du bekommen hast während Varo? Wie geht man damit um oder wie hast du das wahrgenommen erstmal ganz allgemein? Also man weiß natürlich schon, wenn man in Varo dabei ist, dass ein gewisser Push natürlich dabei ist, das ist natürlich klar. Vor vielen Jahren oder beim zweiten oder dritten Varo war dieser Push bei jedem allerdings noch größer, muss man auch sagen, weil Abonnenten zählen heutzutage nicht mehr allzu viel. Und damals war der Impact größer und habe ich so das Gefühl gehabt auf jeden Fall. Und es war klar, dass die erste Folge sehr gut ankommt und halt die letzten Folgen. Ja. Die Folgen dazwischen, da ich ja damit gerechnet habe, fest damit gerechnet habe, dass ich keinen Kill bekomme oder nicht in einen Kampf verwickelt werde, dass es irgendwie spannend wird, habe ich damit gerechnet, dass die erste und letzte Folge mir am meisten Aufmerksamkeit bringt, ohne das jetzt irgendwie wirtschaftlich planen zu wollen. Ja. Dass es dann aber doch zum Kampf kommt und das so viel interessiert, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass ich im relativ engeren Kreis von Varo noch gelandet bin, also in der Finalauswahl, dass es so passiert, hätte ich niemals gedacht. Also es hat ja quasi mit dem Kill an Izzy angefangen, was Glück war. Und nur weil ich Izzy getötet habe, konnte ich überhaupt gegen Any Art irgendwas reißen. Von daher Glück. Also absolut nicht planbar. Gab es denn irgendwas, was negativ war an diesem Varo 4? ja, natürlich. Es gab ganz, ganz viele Dinge. Um das ganz kurz zu erklären, mein Kanal ist schon seit 2014 sehr aktiv. Ja. Und ich hatte immer eine Community, die sehr ruhig war und eine sehr reife Community, für die ich extrem stolz bin, wo ich sehr froh bin, dass ich die hatte oder immer noch habe. Aber man hat schon gemerkt, dass bei Varo halt Leute dazukommen, die anders sind. Ohne das Böse zu meinen, aber halt, die du nicht gewohnt bist. Und wenn du gewisse Aktionen bringst oder irgendwas in Videos sagst, dann hat das einen Impact auf sie. Und das resultiert in Kommentaren, die natürlich nicht so geil sind, wie zum Beispiel, als ich gegen Any Art weggelaufen bin. Gab es Kommentare, die ich in den Jahren davor, die ich auf YouTube noch nie gelesen hatte, also bei mir in den Kommentaren, die einen auch schon getroffen haben, weil es ist natürlich so, jeder sagt immer, ja, die Kommentare, die können so viel Negatives schreiben und es trifft mich nicht und das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht. Wenn du
eine Person, eine Privatperson bist und du machst Videos so, machst auch schon ein paar Jahre, es gibt immer diese Hater-Kommentare oder Kommentare, die dich halt beleidigen wollen. Und man sagt, es geht spurlos dran vorbei, weil man keine Schwäche zeigen will. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, und da stimmen mir auch Leute zu, die auch YouTube machen und das auch kennen, dass es nicht am einen vorbeigeht. Absolut nicht. Und wenn es halt 300 Kommentare gibt, die wunderbar schön sind, und es gibt einen einzigen Kommentar, der sagt, ey, du bist echt ein Arschloch, ja, dann nimmst du dir diesen fucking Kommentar zu Herzen. Richtig, das stimmt. Das kannst du halt, das kannst du dir nicht aussuchen. Ja, definitiv. Von daher gab es auch sehr viel Negatives. Ich kann froh sein, dass ich, sag's mal ganz vorsichtig, keinen mega großen YouTuber getötet habe, obwohl Izzy natürlich auch dazu zählt mit 1 Million Abonnenten und NEA ist ja auch nicht der kleinste. Ja. Aber ich sag mal, hätte ich gegen Paluten gewonnen, dann wäre der Hate noch extrem größer gewesen. Meinst du, ja? Echt? Ja, definitiv. Also Paluten hat ja eine extrem große Fanbase und als er mich getötet hat, waren alle bei mir und haben alle so geschrieben GG und war alles ganz cool so. Aber wäre es andersrum gelaufen, dann hätte ich, glaube ich, sehr viel Breitseite bekommen, obwohl es natürlich unbegründet ist in einem PvP-Projekt. Hui, hui, hui. Was war denn aber dann, oder was hat das Ganze denn ausgeglichen? Was war denn dafür so wunderschön? Abgesehen von der Möglichkeit, dass du dabei sein durftest und dass du diese Kämpfe hattest, gab es irgendwas, wo du sagtest, diese Momente, die habe ich bei meinen klassischen Let's Plays so nicht. Momente von Ingame oder meinst du von der Community aus? Generell, also irgendwas, wo du sagst, also Varro 4, das hat nochmal so dieses ganz Besondere, diese kleine Kirsche, die ich sonst nicht habe. Mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt hier Flash spiele oder halt in Varro einen Kampf habe oder so. Ja. Aber dass ich in einem Kampf so angespannt sein kann, wie das bei Izzy der Fall war. Also da war ja mein erster Varro-Kampf und ich war aufgeregt des Todes. Also das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie nervös ich da war und wie aufgeregt ich war. Dabei ist es nur ein Computerspiel. Es ist nur ein Computerspiel. Das ist krass. Es ist einfach nur ein Minecraft-Projektspiel. Ja. Das ist eigentlich, aber es ist halt trotzdem, du weißt, dir schauen gerade sehr viele zu, gerade wenn es halt beim Kampf ist und willst natürlich keine Fehler machen, du willst natürlich dich von der besten Seite zeigen und den Kampf auch gut überstehen. Und das führt zu einer unfassbaren Nervosität, die du halt so einfach nicht kriegen kannst. Und da bin ich dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte. Und auch dankbar für die Leute, die jetzt auch nach Varro auch da geblieben sind, die mir sehr viel wunderbare Kritik dagelassen haben, die mich sehr gelobt haben für meine Spielweise, für meine Kommentierweise. Und das gleicht dieses negative Denken von ganz vielen Leuten schon sehr, sehr gut aus. Na, das ist doch wunderbar. Da gehen wir hier wenigstens mit positiven Gefühlen auch raus. Das ist ja die Hauptsache. Wie hast du denn irgendwas als fast schon abschließende Frage, was du aus Varro für deine Let's Plays mitnimmst? Oder gerade wenn du sagst, das Feedback, was dann so kam, gab es da irgendwas, wo du sagtest, okay, jetzt will ich vielleicht dann doch das ein oder andere noch anders machen oder jetzt will ich mich noch mehr mit PvP beschäftigen, ich will für Varro 5 gerüstet sein, irgendwas in der Art? Absolut gar nicht. Okay, also ich habe jetzt keinen Drang, meine Videos danach zu verändern oder irgendwas an mir zu ändern oder mich irgendwie in einem anderen Bereich tätig zu machen, hier Minecraft bezogen. Ich mache so weiter wie bisher und es macht mir am meisten Spaß. Und wenn Leute dabei zugucken und es schön finden, finde ich das toll. Wenn nicht, dann ist es so. Dann zwinge ich da niemanden zu. Das ist doch eine wunderbare Einstellung. Ich habe das auch letztens in den Kommentaren gelesen. Der YouTuber hat die Freiheit, das zu spielen, worauf er Lust hat. Und der Zuschauer hat die Freiheit, das zu schauen, worauf er Lust hat. Das ist Wahnsinn. Glaubst du, ist es auch in Ordnung? Ich glaube, da sollte sich keiner beschweren. Gerade auf YouTube, wo man nicht gezwungen ist, irgendwas zu sehen. Das war's. Wir haben 2 Flash-Runden hinter uns. Wir haben tolle Einblicke bekommen von dir, was Varro anbelangt. Und ich gehe mal stark davon aus, du freust dich jetzt schon auf Varro 5, oder? Du bist doch dabei, oder? Weil ich weiß, bin ich dabei. Ja. Also ich denke schon, ich freue mich drauf und ich hoffe, du freust dich auch drauf. Ja, wenn ich denn tatsächlich nochmal mitmachen darf. Davon gehe ich stark aus. Also schön wäre es. Es wäre wünschenswert. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr ja auf dem Schlachtfeld. Ja, das wäre doch mal was. Und dann zeige ich keine Gnade. Schönes 1 gegen 1 am Ende. Ja, schönes 1-1. Dann werde ich nicht nur wegrennen. Wobei, ich hab wenigstens versucht, halbwegs gegen Basti irgendwas auszuhören. Und du hast einen Kill gemacht. Ich habe einen Kill gemacht. Ich habe mit einer Enderperle. Das ist dein Kill. Ja, so wirklich. Also bitteschön. Steht so drin. Ist wunderbar, oder? Taros, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Flash ist ein sehr interessanter Modus und den hab ich vorher noch nie gespielt, muss man eben ganz kurz sagen, kurz vor der Aufnahme. Da haben wir so ein bisschen so, gerade Flash so ein bisschen probiert. Ich kannte es halt gar nicht. Da ist es mir sehr schwer gefallen, aber jetzt die Maps gerade waren eigentlich ganz,
waren ganz solide. Na, da kannst du dir gerne noch die eine oder andere Runde anschauen. Da habe ich nichts dagegen Fall. Und ich denke, das Perfect Labs Team auch nicht, die wieder einige tolle neue Maps übrigens rausgebracht haben. Also kleiner Aufruf an die Zuschauer da draußen, wenn ihr auch Bock habt auf Flash, einfach bergwerklabs.de, aber bitte Berg mit G schreiben und nicht mit K, sonst kommt ihr auf einen anderen Server, das ist wirklich so. Ja, ich weiß. Und die neuen Flash-Maps ausprobieren. Taros, ich möchte dich nicht länger aufhalten, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, denn wir nehmen es am Abend auf, das sieht man hier an dieser tollen Lobby, dass es abends wahnsinnig ist. Wahnsinnig schön. Und an die Zuschauer da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bitte unbedingt bei Taros vorbeischauen. Ich meine, ihr werdet ihn bestimmt sowieso schon kennen. Er macht echt tolle Videos. Er macht TTT, er macht Minecraft, er macht, glaube ich, so inzwischen sogar GTA. Ist das richtig? Das ist vollkommen. Also kommt jetzt bald. Kommt jetzt bald, ne? Genau. Ich hab's doch. Irgendwie hattest du doch auf Twitter, glaube ich, gefragt, ob du die jetzt auch online stellen sollst. Richtig. Ja. Also unbedingt reinschauen. Lohnt sich definitiv. Ganz klare Empfehlung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einer neuen Folge wieder. Ich verabschiede mich, wünsche euch nur das Beste und sage Good Game, macht es gut und bis dahin. Auf Wiedersehen. Euer GigaGreedy. Ciao, ciao.